Wir sind in einer Gaskrise, die sich im Winter möglicherweise zuspitzt. Macht es jetzt noch Sinn, dass man Aktien kauft von Unternehmen, die Europa noch mit Gas beliefern würden, um sich damit auch ein bisschen abzusichern eben? Oder ist der Zug schon lang abgefahren? Ich bin der Meinung, die Märkte sind noch weit entfernt davon, dass sie eine echte Erdgasknappheit in Deutschland und in Europa wirklich schon eingepreist hätten. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Neulich habe ich mit einem Freund telefoniert, der seit Jahren in Asien lebt, und der hat mich gefragt, wie ist jetzt eigentlich die Stimmung so in Deutschland? Also, was denken da die Leute gerade? Das ist eine sehr gute Frage. Und ich habe eigentlich den Eindruck, eigentlich ist hier alles ziemlich so Sommer, Sonne, Sonnenschein. Also klar, Inflation und diese Dinge, das ist ein bisschen bedenklich. Aber ansonsten im Grunde alles nach wie vor super. So gut ging es uns schon lang nicht mehr. Und wenn man auf Partys ist, sowas gibt es ja jetzt auch wieder, dann gibt es da, würde ich sagen, zwei Themen. Kommt auch auf die Alterskohorte an, aber nehmen wir jetzt mal meine. Das erste Thema: Und fahrt ihr dieses Jahr auch in Urlaub? Ja, wir fahren da und dahin. Oh, wie schön. Ja, wir freuen uns auch schon total. Und dann das zweite Thema, das kommt dann eher zur vorgerückten Stunde. Womit heizt ihr eigentlich? Mit Erdgas. Ja, scheiße, wir auch. Wir sind also in so einer gespenstischen Phase eigentlich. Jeder macht so sein Ding, jeder lässt sich's gut gehen, Urlaubspläne, Aperol Spritz. Gleichzeitig hat aber eben doch jeder irgendwie auch im Hinterkopf, dass wir möglicherweise gerade in ein absolutes Desaster reinrennen. Und dass das, was in den Nachrichten kommt, dass das irgendwas mit uns selber zu tun hat, das ist ja sowieso eine relativ neue Erfahrung. Das ist ja auch erst seit 2, 3 Jahren so. Und wir haben das, glaube ich, noch nicht so ganz überrissen. Man hat ja jetzt auch eine Hitzewelle angekündigt wieder. Und im Baumarkt, Leute, da habe ich auch ein paar Leute gesehen, die Ventilatoren gekauft haben. Natürlich, dabei sollte man eigentlich erwarten, dass es jetzt eben langsam einen Ansturm gibt auf Brennholz oder auf Heizlüfter. Aber so weit sind wir anscheinend noch nicht. See you later, Radiator. Es gab neulich wieder mal einen sehr guten Artikel von Dieter Schnaas in der Wirtschaftswoche. Bis die Realität die Schiffswand einreißt. Der Eisberg ist schon in Sichtweite und auf der Berliner Kommandobrücke wissen sie längst, das geht nicht gut. Trotzdem genehmigt die Regierung den Deutschen noch immer Realitätsferien. Das geht erst recht nicht gut. Es ist ein Beitrag, da geht es auch viel um so Dinge wie Demokratietheorie, aber es geht eben auch um die fatale Neigung von unserer Regierung, dass sie sich und uns einlullt mit Aktivismus nach dem Gießkannenprinzip. Also Tankrabatt, 9-Euro-Ticket, Entlastungspakete und so weiter. Und dass sie sich gleichzeitig aber auch noch vormacht, wir halten 2023 wieder die Schuldenbremse ein. Ich muss Ihnen nicht erzählen, wie die Lage ist im Moment. Russland hat die Gaslieferungen zurückgefahren. Damit ist die Auffüllung der Gasspeicher für den Winter jetzt zum Erliegen gekommen. Nord Stream 1 planmäßig abgeschaltet, jetzt wegen Wartungsarbeiten. Man sagt, Russland könnte durch andere Pipelines dafür mehr Gas liefern, aber es tut das nicht. Und am 21. Juli, wenn Nord Stream 2 dann wieder laufen würde, dann werden wir sehen, ob davon da überhaupt noch Gas kommt. Es ist völlig offen, aber wenn nicht, dann haben wir ein sehr großes Problem. Und egal, was wir dann sonst noch so zusammenkaufen an Erdgas auf der ganzen Welt, es würde dann im Winter auf keinen Fall reichen. Und der Zusammenbruch von Uniper, das ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Uniper ist jetzt nicht irgend so ein Gasvergleichsportal, sondern es ist einer der größten deutschen Konzerne. Der Umsatz war letztes Jahr so hoch wie der von BMW und von Siemens zusammen. Jetzt braucht Uniper Staatshilfen, weil sich die Gaseinkaufspreise jetzt schon verzehnfacht haben. Und dabei ist jetzt ja immer noch genug Gas da.
Wir sind in einem Wirtschaftskrieg mit Russland und wenn man in so einer Frontstellung ist, dann ist das Ganze eben irgendwann mal auch kein Wunschkonzert mehr. Man kann irgendwann mal eben wahrscheinlich auch nicht mehr sagen, wir wollen von euch kein Gold mehr, wir wollen von euch keine Kohle mehr, aber Öl hätten wir gerne schon noch, erstmal zumindest, und Erdgas hätten wir natürlich jederzeit noch nach wie vor, weil das brauchen wir ja unbedingt. Russland hat aber wahrscheinlich keine Lust drauf, dass es für uns auf Dauer den Kaufladen spielt. Und es ist zum Beispiel auch nicht ganz klar, meiner Meinung nach, warum man auf dem G7-Gipfel ernsthaft solche Dinge diskutiert, wie einen Preisdeckel für russisches Öl auf 60 Dollar pro Barrel oder sowas. Die Konsequenz ist dann ja nur, dass die Länder, die jetzt mehr russisches Öl kaufen als vorher, dass die das jetzt auch noch billiger kriegen dann. Also eine schöne Belohnung und ein schöner Kaufanreiz für die. Und die Russen haben dazu dann auch gleich gesagt, naja, pass auf, dann kommt aber auch viel weniger Öl auf den Markt und der Ölpreis ist dann ruckzuck bei 300 Dollar. Ist vielleicht übertrieben, aber im Grunde haben sie da leider recht. Und was außerdem auch nicht ganz klar ist, natürlich, das ist, warum tut man in einer Zeit, in der man verzweifelt sucht nach jemandem, der einen noch mit Gas beliefern würde, warum diskutiert man da gleichzeitig ernsthaft über eine Übergewinnsteuer, mit der man die ungerechtfertigten Krisengewinne hier im Land dann wieder abschöpfen würde? Andere Länder würden das Gas nämlich auch gerne nehmen, ohne Übergewinnsteuer. In Pakistan gibt es teilweise nur noch 12 Stunden am Tag Strom, weil ihnen die Europäer zurzeit das Flüssiggas wegkaufen. Auch das nur mal so als Vorgeschmack. Und wir wissen natürlich im Moment gar nicht, ob Russland das wirklich macht. Also vielleicht liefern sie ja auch einfach weiter, kann auch sein. Die Verursachung von einer Gaskrise hier bei uns, das wäre natürlich ein schwerer Eskalationsschritt. Aber das Gas ist eben auch das stärkste Druckmittel von Russland. Und wir haben kommuniziert, dass wir im Winter von russischem Gas unabhängig sein könnten, wenn wir bis dahin unsere Speicher auffüllen können mit russischem Gas. Und das ist natürlich nicht unbedingt das russische Interesse, dass es uns dazu dann auch noch verhilft zu dieser Unabhängigkeit. Ich darf kurz noch auf was anderes hinweisen. Es gibt von uns ja auch die Zukunftsmärkte Reports und da geht es diesmal um einen ganz anderen Konflikt, von dem viele ja behaupten, das sei der eigentliche große geopolitische Konflikt in unserer Zeit. Der Konflikt zwischen den USA und China. Und da geht es speziell um den sogenannten Halbleiterkrieg, der Versuch der USA, China abzuschneiden von Hochtechnologie und von wichtigen Komponenten. Das ist vielleicht nur ein Aspekt in dem Konflikt, aber es ist ein sehr wichtiger, der auch oft übersehen wird und der aber natürlich erhebliche Konsequenzen hat, auch und gerade für Anleger. China muss jetzt natürlich versuchen, mehr denn je, dass es einen eigenen Halbleitersektor auch hochzieht. Und die Reports von uns sind gratis. Sie müssen sich nur einmal dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Und der Link dafür, der ist auch hier nochmal unter diesem Beitrag. Gut. Und damit sind wir jetzt auch endlich beim Anleger. Wie gesagt, die Gaskrise, sie muss sich nicht zwingend verschärfen im Winter. Aber wenn sie das tut, dann wird es Konsequenzen haben. Konsequenzen, die von vielen unterschätzt werden und die auch von den Marktteilnehmern meiner Meinung nach noch stark unterschätzt werden. Also das ist nichts, das jetzt am Aktienmarkt oder speziell ja auch gerade am deutschen Aktienmarkt, was da schon eingepreist wäre im Moment. Und wenn man sich auf der anderen Seite Aktien anschaut von Unternehmen, die davon dann im Prinzip profitieren würden, da hat man jetzt auch nicht den Eindruck, dass die jetzt gerade durch die Decke gehen würden. Shell zum Beispiel, hier 2-Jahres-Chart in Euro. Shell ist in den letzten 2 Jahren natürlich stark gestiegen, zusammen mit den Öl- und Gaspreisen. Hat dann die letzten Wochen jetzt aber wieder korrigiert um ungefähr 10%, weil auch der Ölpreis jetzt wieder fällt. Wir haben ja jetzt Rezessionssorgen am Markt auch. Brentöl ist diese Woche auf unter 100 Dollar gefallen pro Barrel, zum ersten Mal eigentlich seit Monaten unter dieser Marke. Und dadurch ist das KGV jetzt aber auf den Gewinn, der für dieses Jahr erwartet wird bei Shell, bei unter 5.
Es ist natürlich ein zyklischer Wert, ist stark abhängig von den Rohstoffpreisen. Shell ist ein großer integrierter Ölkonzern, ist aber auch ein Pionier bei Flüssiggas. Hat da eine riesige Infrastruktur, hat ungefähr 90 Flüssiggastanker, hat eine Erdgasproduktion äquivalent zu 900.000 Barrel Öl pro Tag und hat im zweiten Quartal jetzt wahrscheinlich zwischen 7,5 und 8 Millionen Tonnen Flüssiggas produziert. Und hat sich jetzt außerdem beteiligt natürlich auch am Northfield East Projekt zu 12,5%. Das ist das größte Flüssiggasprojekt der Welt in Katar. Sie erinnern sich, da ist dieses Jahr Fußball-WM und da ist bis vor kurzem noch wild debattiert darüber worden hier, ob man das jetzt nicht boykottieren sollte, diese WM. Und jetzt haben wir aber Katar verzweifelt um Flüssiggas anbetteln müssen. Und sie liefern auch, das hat wahrscheinlich auch Franz Beckenbauer vermittelt, aber leider eben auch erst ab 2024. Vorher geht es eben nicht. Aber wie auch immer, Shell ist auch da mit von der Partie, ein breit aufgestellter Öl- und Gaskonzern und damit eine eher defensive Wette jetzt auf steigende Gaspreise in Europa. Wen haben wir sonst noch? Ganz wichtig für unsere Gasversorgung, Equinor aus Norwegen ist nach Gazprom der zweitgrößte Gaslieferant nach Deutschland und Europa mit einem Anteil von 20-25% und die Tendenz wahrscheinlich eher steigend zurzeit, vermutlich. Auch hier der 2-Jahres-Chart sieht noch ein bisschen besser aus, ist stark gestiegen natürlich jetzt auch und die letzten Monate haben sie dann so eine Art Plateau gebildet auf hohem Niveau, KGV-Bewertung jetzt ungefähr bei 5,8. Wie neulich schon gesagt in meinem letzten Ölaktienvideo, die großen Ölaktien, die sind alle nicht wirklich teuer, die können eine gewisse Ölpreiskorrektur jetzt auch eigentlich verkraften von der Bewertung her. Equinor ist entstanden aus der Fusion von Statoil und dem Öl- und Gasgeschäft von Norsk Hydro. Der Hauptaktionär ist der norwegische Staat. Damit sind sie auch der wichtigste Sponsor von dem großen norwegischen Staatsfonds mit seinen 1,2 Billionen Euro, der jetzt witzigerweise nicht mehr in Unternehmen investieren darf, die klimaschädlich sind. Equinor ist aber eine Ausnahme natürlich, die haben auch ein paar Windkraftwerke. Equinor liefert Erdgas nach Deutschland, so viel sie nur können, sagen sie im Moment. Es ist nur leider trotzdem weniger als sonst, weil da gerade ein Streik ausgebrochen ist und drei Plattformen jetzt dicht sind. Und wenn dieser Streik weitergeht, dann würde das 60% der norwegischen Gasexporte betreffen. Also auch Norwegen jetzt im Moment keine große Hilfe, aber sie spielen natürlich trotzdem eine ganz entscheidende Rolle, die noch größer werden wird in Zukunft, wenn die deutschen Flüssiggasterminals dann mal fertig sind. Mit Norwegen dürfen wir es uns also jetzt nicht auch noch verscherzen. Und Equinor ist auch breit aufgestellt, ein breit aufgestellter Öl- und Gaskonzern, ist auch in vielen Ländern aktiv, ist also kein reiner Gasproduzent. Allerdings, Gas ist da inzwischen der profitabelste Bereich, wen wundert's? Und auch das könnte in Zukunft noch verstärkt so sein. Und dann gibt es ja auch noch Freedom Gas, das gute alte Fracking-Gas aus den USA, das sie uns ja schon seit Jahren anbieten, wie Sauerbier eigentlich. Und die USA haben nicht die Probleme, die wir haben im Moment und darum gibt es inzwischen auch einen unglaublichen Gaspreisunterschied. Das ist eine Grafik von Axios, Schlussstand ist da der 7. Juli jetzt. Vor einem Jahr waren die Preise in den USA und in Europa ungefähr noch gleich, jetzt sind die europäischen Gaspreise 9-mal so hoch. Und darum ist es inzwischen auch wieder ein tolles Geschäft natürlich, wenn man Erdgas in den USA abkühlt auf minus 162 Grad und es dann um die Welt schippert. Vor einem Jahr haben viele Ölkonzerne noch gesagt, in Flüssiggas investieren wir jetzt nicht mehr großartig, das rechnet sich nicht besonders. Und dieser Gaspreisunterschied ist auch noch verschärft worden, dadurch, dass im Juni da ein großes Flüssiggas-Exportterminal abgebrannt ist, also auch wieder genau zur richtigen Zeit, was jetzt heißt, dadurch mehr Gas auf dem US-Binnenmarkt und weniger Gas auf dem Weltmarkt.
Und einer der wichtigsten Betreiber von solchen Terminals, das ist Cheniere Energy. Die haben davon zwei mit einer Jahreskapazität von 45 Millionen Tonnen und auch die entsprechenden Verflüssigungsanlagen und außerdem auch noch eine Pipeline. Hier auch wieder der Zwei-Jahres-Chart, auch hier mustergültiger Anstieg wieder die letzten 2 Jahre. Die Aktie ist etwas teurer, das KGV liegt ungefähr bei 15 und Cheniere hat außerdem auch noch eine relativ hohe Verschuldung, weil der Bau dieser Terminals, der hat viel Geld gekostet. Aber solange es läuft wie jetzt oder sich noch verschärft, ist auch das eine aussichtsreiche Aktie. Wir haben ja gehört, die Welt prügelt sich jetzt um amerikanisches Flüssiggas. Ich sehe da aber auch eine Gefahr noch. Und zwar, das amerikanische Gas, das ist aus unserer Sicht zwar billig, aber für die amerikanischen Verhältnisse ist es eben auch schon teuer. Uns haben da auch schon Fabriken geschlossen und sowas wegen hoher Gaspreise. Und die Amerikaner werden darum auch langsam sauer und sie lasten das Joe Biden an. Und im November sind Wahlen. Und es ist nicht abwegig, dass es da im Herbst Debatten geben wird, so mehr oder weniger, dass die Amerikaner eben sagen, was sollen wir denn jetzt den blöden Deutschen helfen? Wir haben denen jahrelang gesagt, sie sollen das bleiben lassen mit dem russischen Gas. Jetzt haben sie eben Pech. Die Inflation ist auch bei uns hoch und wir brauchen jetzt unser Gas selber. Und wenn die Regierung dann einknickt und wenn es dann wirklich Exportbeschränkungen geben sollte, dann wäre das natürlich schlecht für Cheniere Energy und es wäre natürlich aber auch schlecht für Europa und für Asien. So viel dann nur zum Risiko. Und es gibt natürlich noch Dutzende andere Gasaktien. Es gibt auch viele reine Gasproduzenten oder auch Explorer in dem Bereich oder Betreiber von Gastankerflotten auch. Die kenne ich jetzt aber auch nicht alle im Detail. Das waren jetzt noch drei relativ konservative Gasaktien, Genier mit Abstrichen natürlich. Die würden von einer europäischen Gaskrise eben mit hoher Wahrscheinlichkeit profitieren. Und ich sage nicht, dass es so kommen muss. Wie gesagt, ich glaube aber, wenn es so kommt, dann wird es schwere Verwerfungen geben hier. Und wenn man eben so ein Szenario für möglich hält, dann sind das Positionen, mit denen man sich absichern kann, vielleicht, mit denen man das zum Teil auch hedgen kann. Ansonsten wird es wahrscheinlich nicht so lustig dann in den Portfolios. Haben wir es auf dem Schirm, das Ganze, dass das kommen könnte, als Anleger und als Gesellschaft? Wahrscheinlich noch nicht wirklich. Es gibt ja auch viele andere Sachen, über die kann man sich viel mehr aufregen. Zum Beispiel die skandalöse Hochzeit von unserem Bundesfinanzminister auf Sylt, wo dann ja auch Friedrich Merz angeflogen ist, noch mit seinem Privatflugzeug. Und Armin Laschet war übrigens auch da. Und der hat wahrscheinlich sogar da dann noch gefeixt. Aber lassen wir sie doch feiern, solange sie ihre Arbeit machen. Und ich würde auch gar nicht mal sagen, dass die Regierung jetzt nichts tut. Das kann man ja nicht sagen. Und sie warnt uns ja auch inständig und sie mahnt und sie opfert heilige Kühe auch, so wie den Kohleausstieg jetzt erstmal. Und auf der anderen Seite ist es aber dann doch so, Bundestag und Bundesrat, die gehen jetzt erstmal 2 Monate in die Sommerpause und in der schwersten Krise vielleicht in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und wenn die dann wieder zusammenkommen im September, dann ist es für ein paar wichtige Beschlüsse in der Hinsicht vielleicht schon zu spät. Und angeblich sind ja zum Beispiel auch die 15 Milliarden Euro für den Kauf von zusätzlichem Gas jetzt schon wieder weg und man müsste dringend neue Mittel auch freimachen dafür. Und ich habe eben leider doch ständig so Sachen vor Augen, wie zum Beispiel, dass genau an dem Tag, an dem Wladimir Putin uns dann das Gas abdreht, dass da dann das Verbot für Holz- und Kaminöfen gleichzeitig in Kraft tritt hier. Oder auch, dass wir vielleicht dann feststellen, die Bundesnetzagentur, die dann die Priorisierung festlegt für Krankenhäuser und Altersheime und strategische Industrien, dass die dann eben hoffnungslos überfordert sein wird und unterbesetzt sein wird. Das kennen wir ja, weil die Mitarbeiter dann alle abgewandert sind in die lukrative Paketzustellbranche oder sowas. Und wenn dann das Ganze im Winter dann noch zusammenfällt mit einer härteren Corona-Variante, dann dürfen wir uns noch nicht mal auf der Straße um brennende Fässer sammeln, an denen wir uns gern gewärmt hätten. Okay,
Aber jetzt höre ich dann langsam auf mit dem Ganzen. Ich bin schon ein optimistischer Mensch an sich. Ich will nur darauf raus. Also wir brauchen uns jetzt wirklich nicht alle gleich am nächsten Baum aufhängen. Wir dürfen uns nur eben auch nichts vormachen. Wir haben möglicherweise ein Problem. Lassen Sie uns das ernst nehmen, jetzt als Bürger und als Anleger. Und lassen Sie uns das auch von unseren Politikern eben einfordern nach Möglichkeit, dass auch die das ernst nehmen. Und wie gesagt, wenn Sie jetzt noch mehr deprimierende Dinge hören wollen und lesen wollen, dann gibt es von uns ja den nächsten Gratis-Zukunftsmärkte-Report zum Thema Halbleiterkrieg zwischen den USA und China mit den entsprechenden Implikationen eben dann auch für den chinesischen Halbleitersektor auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, tanken Sie noch ein bisschen Wärme für die Zukunft und wie immer Dankeschön fürs Zuschauen.